Herzlich willkommen zur sechsten Nebenübung. Heute geht es darum, die fünf Eigenschaften der Seele, die wir als Übungen vorgestellt haben, in Harmonie zu bringen. Stellt euch vor, jede Farbe in diesem Bild repräsentiert eine Seelenfähigkeit. Nur als Beispiel: Gedankenkontrolle sind die bläulichen Farbtöne, die Willensschulung die senkrechten, dunklen Strukturen, das Grün repräsentiert die Gelassenheit gegenüber Lust und Leid, das Gelb die Positivität und die Rosa Bereiche die Offenheit gegenüber Neuem. Nun, in seiner Geheimwissenschaft schlägt Rudolf Steiner vor, man solle jeweils zwei oder drei Übungen sich gleichzeitig vornehmen. So werden sich die Farbklänge verändern und harmonisieren. Ich habe es euch ja schon gesagt, bei dieser Arbeit seid ihr der Künstler und gleichzeitig das Kunstwerk. Und ihr werdet zum immer schöneren Kunstwerk. Und kein König für alle Reichtümer in seiner Schatzkammer kann sich kaufen, ein solches Kunstwerk zu sein. Jeder ist für sich selbst verantwortlich und kann dafür sorgen, dass er sich entwickelt. Und die Früchte eurer Bemühungen kommen euch ja auch nicht erst im Nachtodlichen zugute. Ihr werdet bald bemerken, dass sich euer Leben anders anfühlt. Im sechsten Monat soll man dann versuchen, systematisch in einer regelmäßigen Abwechslung alle fünf Übungen immer wieder und wieder vorzunehmen. Es bildet sich daher allmählich ein schönes Gleichgewicht der Seele aus. Man wird namentlich bemerken, dass etwa vorhandene Unzufriedenheiten mit Erscheinungen und Wesen der Welt vollständig verschwinden. Eine allen Erlebnissen versöhnliche Stimmung bemächtigt sich der Seele, die keineswegs Gleichgültigkeit ist, sondern im Gegenteil erst befähigt, tatsächlich bessernd und fortschrittlich in der Welt zu arbeiten. Ein ruhiges Verständnis von Dingen eröffnet sich, die früher der Seele völlig verschlossen waren. Selbst Gang und Gebärde des Menschen ändern sich unter dem Einfluss solcher Übungen. Und kann der Mensch eines Tages bemerken, dass seine Handschrift einen anderen Charakter angenommen hat, dann darf er sich sagen, dass er eine erste Sprosse auf dem Pfad aufwärts eben im Begriffe zu erreichen ist. Nun darf ich euch noch kurz schildern, wie ich persönlich es mit diesen Übungen halte. Im Sommer, wenn es warm ist und man baden geht und reist und die Sonne erlebt, da habe ich meine kreative Pause. Da arbeite ich nichts. Und im Herbst, wenn es wieder kühler wird, da entsteht in mir eine gewisse Innerlichkeit, verbunden mit dem Bedürfnis, wieder an mir zu arbeiten. Im September oder Oktober fange ich mit der ersten Übung an. Die mache ich sehr lange, mehrere Monate lang, denn sie fällt mir besonders schwer. Die anderen Übungen schließen sich an und ich möchte noch einmal betonen, dass es wichtig ist, die Reihenfolge einzuhalten, denn die Übungen bauen aufeinander auf. Im Frühjahr dann habe ich alle Übungen gemacht und ich gehe mit allen gleichzeitig um und schaue, wie ich die Schwerpunkte setze und sie in Harmonie bringe. Ja, und im Sommer lasse ich dann wieder los. Das ist meine Art, mit den Übungen umzugehen. Ihr werdet sicher euren eigenen Weg finden. Dabei wünsche ich euch viel Spaß und viel Erfolg.